Schön, dass wir dich zum Interviewtermin haben überreden können. Ist ja sehr selten. Heute dein eigener Pokal. Wie stolz bist du darauf? Naja, also noch stolzer kann man eigentlich nicht sein. Ich sehe da auch eine Würdigung meiner Leistung und ich bedanke mich beim gesamten Vorstand und beim Verein, die das also bereit gekriegt haben, den Wanderpokal meinen Namen zu geben. Ich bin da wirklich sehr geehrt, das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass dieser Wanderpokal auch noch ein paar Jahre Bestand hat und dass wir wirklich in Köpenick speziell dieses Turnier einen Namen dadurch geben können. Heute hat ja die eine Mannschaft, zumindest von Askania, den Pokal für dich gewinnen können. Richtig. Was sagt das für dich aus? Naja, also da muss ich mal sagen, dass es doch, das habe ich aus den Unterhaltungen mit den Spielern rausgehört, dass sie mir auch zuliebe getan haben, diese Leistung, die sie heute gebracht haben. Und dass sie mir da irgendwie ein Dankeschön sagen wollten, wie gesagt, für meine Arbeit, die ich auch für die Mannschaft gemacht habe. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich mit dieser Mannschaft zusammen spielen kann und zuschauen kann und managen kann. Also es ist wirklich eine schöne Sache und ich fühle mich da wirklich geehrt. Wie empfindest du momentan das Umfeld bei Askania, das, was sich hier entwickelt? Ist das für dich eher positiv gestimmt oder sagst du, okay, da müssen wir nochmal ran? Nein, also im Rahmen unserer Möglichkeiten bilde ich mir ein, haben wir das Bestmöglichste rausgeholt in diesem Verein. Und dass sich das nun langsam zusammengewachsen ist, die beiden Vereine, sehe ich auch. Ich sehe auch so, dass die Mannschaften selbst, die Spieler untereinander, gutes Verhältnis haben, gutes Verständnis und dass sie gerne miteinander spielen. Das ist eigentlich, dass das ein Fortschritt ist und ich bilde mir auch ein, dass wir darauf aufbauen können und für die Zukunft so ein bisschen was Großes in Köpenick rausholen können. Benne, in diesem Sinne, vielen Dank. Genieß diesen Abend, der nur dir gewidmet ist. Ja, danke. Vielen, vielen Dank für dein Engagement all die Jahre. Ja. Ja, wir sind sehr stolz, so jemanden wie dich im Verein zu haben. Ich bedanke mich. Danke dir, mein Freund. Ja, tschüss. Tschüss. Ja.